An den Strand zu gehen, zu surfen, für uns klingt das so normal. Doch es gibt Gesellschaften, in denen gilt normal nur für Männer. Egal, ob beide Geschlechter laut Verfassung gleichberechtigt sind, egal, ob Frauen das Wahlrecht haben oder die Regierungschefin stellen. Im Alltag regiert der Mann. Frauen haben von Geburt an das Nachsehen. Er hier droht seiner Frau Nazima mit Schlägen, falls sie sich widersetzt. Gabor Hallas über die Männergesellschaft des überwiegend islamischen Bangladesch und die mutigen Surferinnen im Küstenort Cox Bazar. Wenn sie ihn nur festhalten könnten, den Moment. Wenn die Welt kurz anhält, wenn die Welle kommt. Shumi ist 13, seit sie surft, hat sich ihr Leben geändert. Es geht mir gut. Seht doch mal, die Leute kommen und schauen uns zu. So viele Menschen bleiben stehen für uns. Ich bin stolz. Bevor ich anfing mit dem Surfen, war ich ängstlich, aber mit der Zeit habe ich mich geändert. Es läuft nicht perfekt, aber darum geht es gar nicht. Sie brauchen mehr als Wind und gute Wellen. Davon gäbe es hier in Cox Bazar im Süden von Bangladesch genug. Aber schon am Strand beginnt eine konservative Welt. Einige denken, das Frauensurfen gehört sich nicht. Gut, dass sie sich fit halten. Aber wir sind auch ein islamisches Land. Sie sollten das hier nicht tun. Lieber in einem Swimmingpool, wo keine Männer sind und wo sie von Frauen trainiert werden. Heißt es denn nur, weil wir Mädchen sind, können wir nichts erreichen? Wir werden beweisen, dass die Mädchen in Bangladesch eine Menge drauf haben. Niemand kann mich aufhalten. Die Jüngsten sind 12. Shumi ist eine Ausnahme, die einzige, die zur Schule geht. 8 Mädchen trainieren im Surfclub. Zahlen müssen sie nichts, der Club finanziert sich aus Spenden. Shaifullah, der Trainer, ist Rettungsschwimmer, wurde am Strand geboren. Als Junge durfte er immer tun, was er will. Er sieht nicht ein, warum das für Mädchen anders sein soll. Wir haben hier so einen langen Strand, wir könnten tausende Surfer trainieren. Wenn Mädchen darunter sind, dann ist es doch gut für unser Land. Mädchen spielen doch auch Cricket und Fußball. Jetzt surfen sie. Noch zieht es sie jeden Tag zum Strand. Aber spätestens, wenn die Mädchen 14 sind, stresst die Familie. Dann sollen sie verheiratet werden. Shumi und ihre Freundin kommen erst spät vom Strand nach Hause. Ihre Familien sind arm, die Frauen haben meist nichts zu sagen. Shumis Mutter durfte nicht in die Schule, sie blieb zu Hause. Ihre Tochter will das anders machen. Das heißt auch, sie muss abends noch lernen, denn morgen ist Prüfung. Ich finde gut, dass sie surfen lernt. Und sie macht es, weil sie es will. Ich habe nichts dagegen. Das Einzige, was ich ihr sage, du kannst surfen, aber bitte beende auch deine Schule. Scheint alles gut, aber so einfach ist es nicht. Auf einmal sind wir mit Shumi allein im Zimmer. Und sie erzählt uns, wie hart sie kämpfen musste für ihren Traum. Ich habe lange gebraucht, um meinen Vater zu überzeugen. Er hatte es mir verboten und ich surfte nach der Schule, ohne es ihm zu sagen. Einmal erwischte er mich und dann hat er mich geschlagen. Auch Nazima blühte auf, wenn sie surfte. Sie ist jetzt 18 und trauert um ihr altes Leben. Dass sie zum Strand darf und das Meer sehen kann, ist eine absolute Ausnahme. Sie kümmert sich jetzt um ihren Sohn und die Nichte. Als sie das Kind bekam, war es mit dem Surfen vorbei. Ihr Mann sperrt sie zu Hause ein. Ich vermisse das Meer so sehr. Wie schön es ist, wieder hier zu sein. Mir fehlt es so zu surfen. Jetzt gerade in diesem Moment ist es ganz heftig. Ich würde am liebsten ins Wasser rennen und loslegen. Aber ich kann nicht. Mein Mann hat ein Problem damit, seine Familie hat ein Problem und ich habe ja jetzt ein kleines Kind. Nazimas Gesicht erzählt noch von der Freiheit, die sie verloren hat.
Die beiden sagen, sie haben aus Liebe geheiratet, aber das fällt schwer zu glauben. Ich verdiene das Geld, ich bin für sie verantwortlich. Sie hat keine besondere Rolle. Sie muss kochen, für meine Eltern sorgen, für unser Kind. Wenn sie wieder surfen geht, werde ich sehr böse reagieren, sehr böse. Sie kann sich nichts Schlimmeres vorstellen. Er droht, sie zu schlagen. Es interessiert ihn nicht, dass Nasima vielleicht die beste Surferin in Bangladesch war. Und dann auf einmal redet sie Englisch, damit ihr Mann sie nicht versteht. Ich mag meinen Mann ja sehr, aber manchmal ist es so schlimm. Ich will so gern wieder surfen gehen, aber er ist nur zufrieden, wenn ich zu Hause sitze. Manchmal schlägt er mich. Nasima sagt, irgendwann läuft sie vielleicht weg. Aber wie soll das gehen? Shumi hat es geschafft. Die Prüfung in der Schule lief gut. Die anderen holen sie ab, es geht zum Strand. Sie wissen, was Nasima passiert ist. Und noch träumen sie. Shumi will Ärztin werden, Rettungsschwimmerin und natürlich Surferin. Und vor allem will sie sich nicht aufhalten lassen. Sie wissen, dass es schwer werden wird. Bald werden sie heiraten müssen. Aber wenn sie ins Wasser gehen, fühlen sie sich stark, unbesiegbar. Dann scheint alles möglich. Ich werde so einen Mann einfach nicht heiraten. Ich heirate nur einen Mann, der mir erlaubt, mein eigenes Leben zu leben. Wenn sie diesen Moment doch nur festhalten könnten.